Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 hier auf meinem Kanal. Und zwar ein kurzes Update. Letztes Mal hatten wir Fliedern und Stachelbeeren und haben auch den Teufel beim Brunnen besiegt. Das war eine Nebenquest, also beziehungsweise ein Hexerauftrag. Ja, und anstatt dass wir Yennefer von Wengerberg gefunden haben, hat sie uns gefunden mit ein paar Nilfgaardern. Und ja, jetzt sind wir hier. Hier ist noch eine Nebenquest von einer alten Frau, die nehmen wir mal an. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein, und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz, da hab ich sie ihm gegeben. Ja, gut, faszinierende Geschichte, in der Tat, oder interessant, was geschah dann? Wir fragen mal weiter nach. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich, aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, wir helfen dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Na gut, da brauchen wir jetzt Art. Die kinetische Druckwelle. Damit die Tür aufgeht. Gut, das ging jetzt etwas daneben. Nutzen wir mal unsere Hexersinn und gucken, was wir hier so finden. Ja, verwesenes Fleisch, das will ich jetzt gerade nicht so futtern. Ah, hier haben wir noch eine skellige Rüstung, noch ein paar Ohren, eine schöne Währung. Oh, Runensteinöl, das nehme ich sehr gerne eine mit. Leiche. Das erklärt immer den hilfreich. Gestank. Was haben wir denn hier? Phosphor, auch gut für Tränke. Ja, sehr schön. Bisher nützliche Sachen. Hier ist noch eine Truhe, wie mir scheint. Ja gut, das Schwert. Ja, nehmen wir mit, können wir verkaufen. Schema, Spiekeruck, Aketon, Schema, sehr schön. Herausgerissene Seite, Neblingsabsurd, herrlich. Perfekt. Und hier ist auch schon die Leiche. Untersuchen wir mal. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Wir müssen uns weiter umgucken. Hier scheint nur er zu sein. Da liegt noch was auf dem Boden. Dokumente. Fast verbrannte komplett verbrannt. Papiere. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Und wenn du einen Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mit nichts als meinen verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert. Aber du, unleserlich, nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen, aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat,
werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Ja, gut. Schon mal ein paar interessante Informationen. Rede, heißt es, ich werde... Hier haben wir auch die Pfanne. Die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, natürlich habe ich die Pfanne gefunden. Was denkst du denn? Die Alte denkt wohl auch nur, ich bin so ein Pfannensucher. Dabei hätte sie einfach nur in ihrer Küche gucken müssen. Na gut, reden wir jetzt mit... Deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Das ist aber nett. Ich brate mir einen Reiswurst oder einen Hecht. Und dann haben wir das jetzt soweit mit der alten Dame hier erledigt. Wir gehen mal auf Quests. Hier haben wir noch Sammel sie alle. Abgeschlossen. Ja. Na gut. Dann bleibt uns nur noch die Nilfgaardische Verbindung. Mit der Hauptstory. Dann machen wir da mal weiter. Weil hier in Weißgarten scheint es ja wohl nichts mehr zu erledigen geben. Wir rufen mal Plötze. Die gute Stute. Was ich noch sagen wollte, macht das nicht falsch, weil viele LPer, die das Spiel zum ersten Mal spielen oder es spielen, haben eigentlich gar keine Ahnung davon, wenn sie zum Beispiel an Riesenmonstern vorbeikommen, so wie Drakoniten oder so, und denken, ach, was soll ich denen erledigen? Ist ja kein Hexerauftrag, bringt uns ja nichts. Im Gegenteil, es bringt sehr viel. Und zwar könnt ihr dadurch wichtige Alchemiezutaten kriegen, die ihr später mal braucht, um eure Rüstung abzugraden. Deswegen empfehle ich euch, nehmt jedes Monster mit, das ihr kriegen könnt. Weil es lohnt sich einfach. Und viele darauf haben halt keine Ahnung. So, steig ab, Geralt. Sehr schön. So, wir nehmen mal Schnellreise, dann sind wir schneller unterwegs. Und auch, wenn ihr, ja gut, wir müssen jetzt nach Velen, zum Niemandsland. Der Galgenhügel, hier soll man wohl auch hin, wa? Oder? Ja, Tatsache. Ja gut, okay, dann. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß. Weil viele machen das auch falsch. Und na gut, warte. Heart of Stone, vielen Dank für den Kauf der Erweiterung von Heart of Stone. Dein bisher erfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Heart of Stone ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 30 zu spielen. Ja, das ist klar. Viele machen nämlich den Fehler,
Ja, Runenschmied, ich weiß. Ja. Dazu, das erkläre ich euch dann später noch, wenn wir dann erst in den Erweiterungen sind. Und zwar, viele machen den Fehler auch. Ich präsentiere euch mal die Karte. Ja gut, wieso habe ich jetzt hier keine Fragezeichen jetzt? Na gut, weil es nichts zu erkunden gibt. Ich muss hier erstmal alle Anschlagbretter einsammeln. Das ist nämlich sehr wichtig. Dadurch kriegt ihr nämlich nicht erkundete Orte. Das sind dann halt hier diese Fragezeichen. Dadurch verstecken sich auch Banditenlager und alles versteckte Schätze. Und ich würde alles mitnehmen. Es ist sehr wichtig. Ich würde die Fragezeichen dann noch anlassen und später nicht ausstellen. Weil bei vielen Stellen gibt es auch Höher, die höher gestuft sind als ihr. Da ist dann so ein roter Schädel über dem Gegner. Und das heißt, der ist wesentlich höher von der Stufe als ihr. Und daher sind die Fragezeichen oder Ausrufezeichen daher schon ganz wichtig. Immer diese Anschlagbretter annehmen. Dadurch kriegt ihr auch viele Aufträge, viel Kohle, viel Alchemiezutaten. Ich würde es euch nur empfehlen, also macht das bitte nicht falsch. So, jetzt sind wir hier beim Galgenhügel angekommen. Wählen nördliches Temerien, Niemandsland. Hier aufnehmen. Unvollendetes Buch. Nämlich sehr wichtig. Ja. Es ist weiterhin bekannt, dass Historia Magistra Vitae Est oder in der Gemeinsprache die Geschichte der Lehre des Lebens ist. Ihr Schüler allerdings haben es bisher vorgezogen, sich ihre Lektion aus der Distanz erteilen zu lassen. Aus stillen Stapeln und visitärer Werke, so erfuhren sie die Weisheiten der Geschichte nur aus den Berichten Dritter, unvermeidlich gefärbter durch deren Vorurteile und unvollkommenen Erinnerungen. Ich hingegen, Aldat Gerd, Magister Artibus Academia Oxinesis, habe entschieden, dass die Zeit reif ist, mit dieser bequem, doch nachhaltigen Praxis zu brechen und sich dessen Wissen direkt von der Quelle zu bedienen. Ich will die Geschichte dort niederschreiben, wo sie entsteht, an den Frontlinien des Konflikts. Viele werden dies eine Narrelei nennen, die unweigerlich zu einem frühzeitigen Tod führen wird. Diese entgegen ist stolz, dass Audentes Fortuna Iovat oder in der Gemein sprach. Ja, hier hört das Buch dann auf. Soweit dann dazu. Hier würde ich euch empfehlen, nachzugucken, weil hier muss irgendwo ein kleines Säckchen sein, soweit ich weiß, wo halt noch eine Windkarte sein soll. Vielleicht jetzt nicht gerade am Anfang, aber etwas später. Oder wir müssen den Typen hier mit Art einfach mal schütteln. Sofern das was bringt. Na, anscheinend nicht. Weil ich kann hier momentan jetzt kein Säckchen erkennen. Normalerweise liegt dann hier ein Säckchen, wo dann einfach eine Windkarte rumliegt. Die würde ich einsammeln. Das ist nämlich eine ganz gute. So, wir reiten jetzt weiter zu unserem Auftrag. Wollt euch das halt nur mal schnell noch mit auf den Weg geben. So, wie mir scheint, müssen wir hier jetzt rüber. Hier sind zwar ein paar Monster, aber wir wollen uns ja erstmal um den Auftrag kümmern. Und in der Main Story erstmal weitermachen. Ja, Plötze. Plötze, ey. Wieso springst du nicht, wenn ich auf Springen drücke? Vielleicht ist das doch besser, wenn ich zu Fuß weitermache und nicht ohne Pferd, weil sonst bleiben wir. Ja, ich sag's, an jeder kleinen Scheiße bleiben wir dann hier hängen. Weil das Pferd einfach rumjammert. Also die Stute, und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das dauert dann Ewigkeiten. Gut, hier haben wir dann auch noch was zum Mitnehmen. Das machen wir mal. Was willst du? Juble, denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern.
Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. So sieht's aus. Gut, ich mache es. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Gut, ob der jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, können wir jetzt nicht beurteilen. Und wir machen die mal eben. Ich meine, dort geht ja ganz schnell. So, nein. Nebenquest, Scheiterhaufen statt Begräbnis. Genau, das wollen wir. Darum kümmern wir uns jetzt auch mal schnell. Wir machen mal eben ein bisschen Gwen zum Schutz. Gehen dann wieder auf Igni. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Blöcke. Wie ihr seht, Stufe 6 schon noch. So, weg. Nix da. Alles mitnehmen, was ihr kriegen könnt. Alles wichtige Alchemie-Zutaten. Eine Prise Igni. Hey. So. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Nee, nicht. Gut. Den ersten Scheiterhaufen haben wir da schon mal. Gehen wir jetzt mal ab zum nächsten. Scheint aber ganz schön weit zu sein. Oh, nice. Eine Schatztruhe mit Kohle und ein bisschen Alchemiezutaten. Sehr schön. Da sage ich doch nicht nein zu. Wichtig, die Kohle, alles was ihr verdient, gibt das nicht alles unnötig aus. Im späteren Spielverlauf, denke ich, werdet ihr das sicherlich noch brauchen. Kleiner Rat von mir. Pass, lassen wir da mal hochgehen. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen. Ja, hier sind noch Ghule. Der Unterschied zwischen Ghul, es gibt noch eine weitere Form von Ghul, die nennen sich dann Aalghule. Aber wir sterben gleich. Das ist gar nicht gut. So, deswegen powern wir uns hier mal so ein bisschen auf. Und mehr du Vieh, reicht's mir ja aber auch mal. So, futsch. Sehr schön. Nehme ich natürlich alles wieder mit. Gucken, wo wir denn hier noch was flattern haben. Genau hier. Zwergenschnaps. Fläschchen. Mehr wie haben wir hier. Das aber hier ist noch so ein Vieh. Später gibt es dann von mir noch so Tipps zur Skillung und zur Rüstung. Aber dazu erst später. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder einen zweiten Haufen verbrennen. Eine Prise, Igni. So, ein Number 2. Sonst noch was zum Einsammeln hier. Nope, das war's. So, weiter geht's.
Ich sollte mal eine Runde meditieren. Das werde ich jetzt auch mal schnell tun. Sicher ist sicher. So, sehr nice. Jetzt haben wir wieder alles voll. Tränke, Energie. Sehr, sehr wichtig. Und nochmal, um auf die Bücher zurückzukommen. Ich kann euch die nur empfehlen, weil in den Büchern steht selbst beschrieben, was selbst im Spiel nicht verarbeitet werden kann, weil manches, wie gesagt, wirklich einfach zu komplex geschrieben ist. So, wir sind jetzt hier im Maulbeertal. Ich will nochmal kurz gucken. Ja, hier ist ein Anschlagbrett, das will ich haben. Weil ich möchte dann doch schon eher etwas höher gelevelt sein. So, das lesen wir hier auch nochmal durch. Eine größere Gruppe von Verrätern ist aus der kaiserlichen Armee desertiert. Ihr Verrat hat sie zu geächteten und einfachen Banditen gemacht. Bis die Deserteure gefangen und bestraft wurden, ist jedweder Kontakt zu ihnen unterlassen. Alles klar. Also hier scheint auch einiges was los zu sein. Ja, jetzt renne ich ja vom Anschlagbrett weg. Zum Scheiterhaufen, da kommen wir gleich. Ich denke, die Main Story, die werden wir jetzt, glaube ich, im Verlaufe erstmal nicht mehr schaffen. Weil ich einfach auch etwas vermeiden möchte, dass der Part zu lang wird. Weil ich denke, da so 10, 20 Minuten reichen da echt schon aus. So, neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Ja, dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die Quest vor dem Priester des ewigen Feuers. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Ich laufe lieber ein Ründchen. So kann ich wenigstens noch ein paar wichtige Kräuter mitnehmen zum Brauen von Tränken. Ja, und wie gesagt, aus der zweiten, aus den Büchern erfährt ihr auch die Geschichte vom ersten Teil und aus dem zweiten Teil, wie alles begann. Scheiße, einer lebt noch. Down! Wir helfen dem mal schnell. Und es gibt so einen Schein zwischen Ghule und Aalghule. Aalghule haben zusätzlich noch Stacheln, die sie mitten im Kampf ausfahren. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. So viel dazu. Jetzt wissen wir also Bescheid, dass der Priester nicht der ist, für den er wirklich scheint. Also ein wirklich guter Priester scheint da nicht zu sein. Sonst hätte er uns nicht belogen. Er hat die guten Kaufmänner, also
dreimal ordentlich bezahlt und beim vierten Mal wollte er sie halt richtig ausnehmen. Also das ist eine richtig linke Nummer. Richtig scheiße sowas, aber lässt sich in der Zeit und auch in unserer heutigen Zeit ist das halt so, dass man oft beschissen wird. Deswegen kommt man da nicht drum rum, ob es jetzt nun im Spiel ist oder im echten Leben. Ja gut, dann knöpfen wir uns den Priester mal vor und dann denke ich, war es das auch schon mit dem Part. Und ich hoffe dann dennoch, dass es euch bis hierhin soweit gefallen hat. Ich könnte euch ein paar nützliche Informationen geben. Hier ist noch ein wilder Hund. Okay, wilde Hunde, um die wir uns kümmern können. Eine brennende Hunde, mein Freund. So eine Hunde sind hässlich. Also ich mag normalerweise Hunde, aber so eine Hunde mag, glaube ich, keiner, oder? Also ich würde mir nicht so eins im Haus schaffen. Ich bin schon gar nicht mit wilden. Haben wir hier doch noch gut ein paar Kämpfe erlebt. Konnten ein, zwei Nebenaufträge machen. Gehen noch zur Novigrader Brücke. Holen uns unsere Kohle von dem verlogenen Priester des ewigen Feuers ab. Und sehen dann dementsprechend mal weiter. Weil irgendwann müssen wir dann auch nochmal in Novigrad ankommen, da wir ja erfahren haben, dass Ciri wohl ganz in der Nähe sein soll. Hier ist noch ein Händler. Ich möchte hier so gern wie möglich alles mitnehmen im Spiel. Sei gegrüßt. Zeig mal deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Na. Was haben wir denn hier? Nostrich, Hundspetersilie, Pusteblume, ja gut. Naja, das nützt dazu wirklich nichts, aber wir können hier bestimmt was verkaufen. Das, was wir alles hier so eingesammelt haben. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Kohle für, schon wichtig. Stahlwaff, gut, die kann weg. Ja, das macht zwar mehr Schwert, aber mehr Schaden. Aber gut, wir haben hier einen Meistergegenstand und den wollen wir natürlich auch behalten. So, konnten wir dementsprechend noch ein bisschen Kohle einsammeln. So, leb wohl, mein Freund. Aber ich muss weiter. Nicht so schnell, Plötze. Hä? Geralt, also Plötze stand gerade, ne? Plötze kann gar nicht so schnell sein. Wichtig ist auch, wenn ihr Plötze später gepimpt haben wollt, nehmt alle Pferderinnen mit, versucht sie möglichst zu gewinnen, weil dadurch kriegt ihr bessere Sattel, bessere Scheuklappen. Das heißt, Plötze hat dann weniger Panik und ist durch den neuen Sattel dann schneller. Nur empfehlenswert. Komm schon. Banditenlager. Siehst du? Das meinte ich jetzt hier mit dem Schädel drüber. Viele sind da echt überpowered. So gut, wir müssen jetzt mal runter. Ob wir das nun packen oder nicht, weiß ich nicht. Gut, ich habe da jetzt ehrlich gesagt wirklich keine Lust drauf. Hier ist noch eine Nebenmission. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier so brüllen. Na gut, das hat sich hier jetzt erledigt. Die nehmen wir noch schnell an. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen.
Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? 100. Und, geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ah, guck mal, jetzt können wir hier Axi einsetzen, das machen wir auch. Ich glaube, du gibst mir einfach so einen Rabatt. Ja, gute Idee. Der Rabatt ist dein, mein Freund. Ja, gut, für 50 Millionen besser. Eine Freude mit dir. Deswegen empfehle ich euch, baut das Aktienzeichen weiter aus. Ihr habt dann mehr Dialoge. Ihr habt dann halt dementsprechend mehr Dialoge zur Auswahl bei Quests und könnt euch so je nachdem dann halt einen Vorteil verschaffen. Das ist schon ganz gut. So, hier haben wir den verlogenen Penner, also beziehungsweise den Priester, der eigentlich gar kein Priester scheint, wenn er andere Leute verarscht und angreift. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant, eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Ich bin nicht Du bestätig. Kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. So sieht's aus. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Das will ich sehen. So. Win. Hey, what the fuck? Komm. Nummer 1 ist down, weil er nichts kann. Dammit, Alter. Der macht Schaden. Ha, aber der kann nichts ab. So, der nächste. Von wegen einmal. Drei Leute. Große Klappe und haben nichts im Ei. Ja, das finde ich äußerst lustig. Wir nehmen nochmal alles mit. Können wir natürlich alles verkaufen. Ich werde jetzt nochmal meditieren und dann war es das dann auch erstmal schon soweit für diesen Part. Auch wenn wir jetzt nur Hexaufträge und Nebenquests gemacht haben. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und würde mich demnach über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns. Bis dann.